kurz was, bevor das Video startet. Es ist purer Zufall, dass das Video knapp über 10 Minuten ist. Ihr seht es eher anhand der Werbung, die ich geschaltet habe. Mitte, Ende, vorne, das war's. Also nicht noch 5 Werbungen in der Mitte, wie es manche YouTuber machen, die es knapp über 10 Minuten strecken. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Ah, gute Mr. Alltag hier mit einem neuen Video. Will you press the button? Jeden Donnerstag jetzt ist sozusagen Dennis-Tag. Private Sachen von mir, wo ich entweder sowas mache, entweder oder, ihr Fragen an mich stellen könnt, etc. Also alles, was mich als Person betrifft. Wir fangen jetzt an. Würde ich den Knopf drücken, ich könnte Gedanken lesen, aber jeder andere könnte auch meine Gedanken lesen. Und das ist so ein Zwiespalt, wie fast immer da. Auf der einen Seite würde es, glaube ich, helfen, wenn man Gedanken lesen könnte, gerade wenn man irgendwie Probleme hat oder jemand andere Probleme hat und man da reingucken kann. Allerdings könnte es auch viele, viele Probleme geben, wenn man weiß, was manche Leute denken. Obwohl es auch helfen würde, manche Leute aussortieren aus Bekannten- und Freundeskreis. Allerdings, was auch der Fall ist, es würde wirklich, glaube ich, eher Probleme geben. Es wird manchmal helfen, aber ich glaube, es ist irgendwann auch anstrengend, wenn du immer die Gedanken lesen könntest. Wenn ich es auswählen könnte, okay, jetzt möchte ich den Gedanken lesen. Das ist in Ordnung, aber wenn du es eh rund um die Uhr ohne Aufforderung im Kopf hast, dann ist das schlimm. Ihr kennt das Video, den Film, Entschuldigung, was Frauen wollen. Und irgendwann dreht er durch, weil er nur noch die Stimmen von den Frauen hört. Ist nicht schön. Auf Aufforderung wäre es was anderes. Allerdings müsste man wirklich dann selbst aufpassen, was man denkt. Und man hätte auch null Geheimnisse. Und das ist kacke. Und deswegen würde ich nicht drücken. Aber viele würden drücken, wetten wir. Oh. Okay. Das überrascht mich. Da hätte ich erst gedacht, wir würden mehr drücken. Aber vielleicht haben die auch die Gründe gehabt, wie ich. Vor allem, wenn wir gleichzeitig Gedanken lesen. Ihr von mir und ich von euch. Das heißt, ihr würdet meine Gedanken haben, dann würdet ihr den Gedanken haben, wie ich euren Gedanken habt. Und ich würde euren Gedanken haben, wie ihr meinen Gedanken habt. Das geht also, weißt du, wisst ihr. Okay, war doof. Next. Die Welt von Depressionen befreien. Aber die Person, die du liebst, am meisten liebst, wird die Erinnerung an dich verlieren. Oh. Ja, ich bin ganz, ganz ehrlich. Wenn ich die ganze Welt von Depressionen befreien könnte, für immer, dann würde ich den Knopf drücken. Ich meine, es wird irgendwann jemand anderes kommen, auch wenn ich die Person vielleicht nicht so liebe wie aktuell. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich die Welt schöner machen würde oder könnte, ich würde es auf jeden Fall machen. Da ist er, 50-50. Hier unten steht Step 1. Liebe niemanden. Drücke den Knopf und liebe dann jemand anderen. Genau. Genau. Oh, geil. Entschuldigung, ich muss ihn nehmen. Du bist super intelligent. Eine gute Erinnerung. Und hast wirklich psychische Kräfte, also Superheldenkräfte im Kopf. Ne? Aber deine Muskeln sind zu schwach, um sich zu bewegen. Und dann schreibt einer unten. Stephen Hawking. Hallo, mein Name ist Stephen Hawking. Entschuldigung. Boah, ich bin genauso ein Assi. Das ist schwer. Nö, nö. Ich meine, ich würde mich schon so, nicht als dumm bezeichnen, aber ich bin schon intelligent. Intelligent sagen viele, ist ja was anderes. Für mich ist halt wirklich, wenn ich mit den Leuten ganz normal über Alltag reden kann, auch über tiefgründigere Dinge und mich nicht so mit der Scheibe Toast unterhalten. Ihr kennt das bestimmt. Ich meine, klar, jemand, der jetzt riesengroßer Physiker ist, der ist hyperintelligent, weil super intelligent. Aber Intelligenz ist für mich auch einfach nicht zu zeigen, dass man irgendwie dumm ist und wirklich nichts weiß, was draußen in der Welt passiert. Das ist für mich dann eigentlich dumm, wenn man das nicht weiß. Ich würde auf jeden Fall nicht drücken. Denn ich bin so, wie ich bin. Und es wird auf jeden Fall eine Person geben, die mich so liebt. Ja. Krass. Ist das so ausgeglichen, das hätte ich nicht gedacht. Cliff Burton lebt wieder. Aber Metallica macht ein schlechteres Album als Lulu. Ich kenne nicht Lulu. Ich vergleiche es einfach mal mit Bibi. Metallica macht ein schlechteres Album als Bibi. Als Erklärung, Cliff Burton ist der Bassist gewesen von Metallica.
der aber einen Unfall ums Leben gekommen ist. Und zwar waren die mit dem Tourbus unterwegs und der Bus ist dann ins Schleudern geraten, umgekippt und hat Cliff Burton darunter begraben. Er hat geschlafen, ist durchs Fenster geschleudert worden. Der Busfahrer hat ausgesagt, dass dort Eis war und er deswegen ins Schleudern geraten ist. James Hetfield ist dann auf dem Weg nochmal zurückgelaufen, die paar Meter, aber dort war kein Eis zu finden und der Atem des Busfahrers hat nach Alkohol gerochen. Der kam auch vor das Gericht, wurde aber freigesprochen. Aber wenn man jemanden zum Leben erwecken könnte, ich weiß nicht, ob das Metallica auch so sie ausgemacht hat, ist es schwierig. Will man das, das ist echt schwierig. Klar, es ist schön, jemanden zum Leben zu erwecken. Wieder, ja, für Familie, Freunde etc. ist es schön, denke ich. Da war man fast klar, dass viele das hier ausmachen. Auf der anderen Seite, ja, stimmt, er ist ein Hero, er starb als ein Held. Man soll dort ein Held bleiben. Das stimmt. Du wirst der stärkste Mann auf der Welt. Aber du kriegst AIDS und stirbst in 30 Jahren. Also ich würde mir, wenn ich mich in 20 Jahren entscheiden würde, oder so, dann wäre es was anderes. Stell dir vor, du entscheidest das mit 70, wie der unten das sagt. Dann wirst du ja 100 Jahre alt. Dann mache ich das so. Ich entscheide mich in einem halben Jahrhundert und sage dann, ich möchte der stärkste Mann der Welt werden. Deswegen, aktuell sage ich nein, aber dann ja. So, ich mache jetzt meinen Vollbildmodus. Ich habe gerade, glaube ich, noch, wenn ich nicht anders geschnitten habe, noch meinen kompletten Browser gesehen. Ich habe ganz viele oben, habt ihr gesehen, Ordner angelegt mit Rocket League, Best of zum Beispiel, mit YouTube. Dann habe ich hier Trailers etc. Alter, ist das so viel. Meistens dann so 2-3 Buchstaben, nämlich so viel wie unmöglich oben da hab. Manches sind auch einfach so Mixordner wie die XP, XXR oder was es da war. Einfach so Mixordner, wo ich mal lustige Sachen mal auf Facebook etc. reinpacke, die ich vielleicht mal dran nehme oder nicht dran nehme. Oder einfach die aktuell lustig sind, die ich vielleicht später nachlesen möchte. Darunter sind manchmal irgendwelche Bilder von Facebook, wo unten drunter geile Kommentare sind. Herrlich. Aber weiter zum Thema. Du bekommst unendlich viele Apple-Produkte, aber du wirst homosexuell. Und Sex mit dem anderen Geschlecht oder Watching Porn, also Porn zu schauen, endet im sofortigen Tod. Ey, ich bin kein Apple-Typ. Tut mir leid, aktuell habe ich kein Apple. Generell nicht. Im Moment bin ich eher so ein Samsung. Ja, jetzt hatet mich. Aber ich habe mit Samsung generell gute Erfahrungen gehabt. Okay, jetzt habe ich keinen Samsung mehr. Ich habe ja so ein Vodafone-Phone, ist aber von Huawei gemacht worden, gebaut worden. Ansonsten Samsung. Ich habe meine Monitore, sind beide von Samsung. Meine Handys waren lange, lange Zeit immer von Samsung. Und ich bin einfach mit Android vertrauter und mir gefällt es einfach besser. Tut mir leid. Aber ich denke, das ist Geschmackssache. Ja, na klar. Apple sucks. Ich lerne alles, was ich mache, innerhalb von einer Sekunde. Aber ich würde meine Emotionen verlieren. Aber wenn ich lerne danach, Emotionen zu fühlen, dann kann ich das doch wieder. Ja, okay, das ist nicht Sinn der Sache, ich weiß. Aber ganz ehrlich, Emotionen sind so verdammt wichtig. Ich will ja kein Sheldon Cooper sein oder so. Also nein, ich will Emotionen weiter haben. Das ist das Beste, was es gibt, wenn ich beim Fußball bin. Dann würde ich Fußball gucken ohne Emotionen. Ey, ich drücke. Dann würde ich mich gar nicht so aufregen. Und glaub mir, im Stadion, ich reg mich so auf. Ich will nicht drücken. Emotionen, Alter. So viele sind Emotionen unwichtig. Krass. Wunsch, bitte. Ein Vulkan werden. Gerne. Du bist der weltbeste, talentierteste Musiker. Aber du kannst keine andere Musik hören. Nur deine eigene. Hier und hier. Seit many people we would nur pressen Platten. Es ist leider, wird das immer schon so ein Spoiler. Würdest du drücken? Ich würde, glaube ich, drücken, weil ganz
Ehrlich, es gibt viele YouTuber zum Beispiel auch, die gar nicht auf YouTube sind, also schon sind aktiv, aber keine anderen Videos gucken. Von daher, ja, ich kann es schon verstehen irgendwie. Man macht Musik, arbeitet Musik rund um die Uhr, vielleicht 12, 13, 14 Stunden, und da will man mal von Musik abschalten. Von daher kann ich das nachvollziehen. Ich würde das auch die ganze Zeit echt so machen, bin ich ganz ehrlich. So, und das war's mit der Folge. Das nächste private Video wird die Tage auf jeden Fall kommen. Spätestens nächste Woche, Donnerstag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir in die Kommentare hauen, wie ihr euch entschieden hättet, ob ihr anders entschieden hättet oder nicht. Und dann können wir wirklich liebend gern unter den Kommentaren noch ein bisschen diskutieren. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.